Ja, was soll ich sagen? Dann wünsche ich dir und deinem Freund eben viel Spaß beim Gurkenfahren. Das heißt Go-Kart fahren. Hab ich doch gesagt. Du hast gesagt Gurken fahren, das heißt aber Go-Kart fahren. Ich fahre ja nicht in einer Gurke, sondern in einem Go-Kart. Und da gleich auch nochmal zu dem Spiel. Call of Duty? Ja, das heißt nicht Warzen, sondern Warzone, also Kriegszone. Warzen sind das, was ich am Hintern habe. Vielleicht auch so eine Art Kriegszone, aber eben was anderes. Krieg dich nicht auf, du weißt, ich bin ein bisschen verplant. Ich weiß doch schon, okay. Dann bis später, ja? Bis später, Braunbär. Okay, er ist weg. Bist du dir ganz sicher? Ganz sicher. Gott sei Dank, ich ersticke schon hier drin. Aber erstmal muss ich aufs Klo. Ja, dann gib Gas. Wir müssen uns beeilen. Wow, sieht gar nicht schlecht aus. Vielleicht bringe ich eine neue Modemarke raus. Kakost. Was laberst du da? Kakost. Eine Mischung aus Karton und Lacoste. Ey, du bist so behindert. Jetzt mach hinne. Alles klar. Heute ist ein besonderer Tag, denn heute überrasche ich meine Freundin. Ich habe ihren Bruder, den sie seit 7 Jahren nicht gesehen hat, von Indien aus nach Deutschland fliegen lassen und sammle ihn jetzt ein. Ich bin schon ein toller Freund. Michael, da bist du ja. Du bist ja richtig früh dran. Toll. Was? Ja, schön, dich kennenzulernen. Echt. Ich bin nicht. Das Geld kriegst du, wenn wir bei deiner Schwester sind, okay? Das Geld, okay. Ja, komm, dann lass uns gehen, Michi. Okay. Komm, ich bin doch froh, dass du da bist. Schön, ey. Hey Nelson, ich bin jetzt hier an der Haltestelle. Voll korrekt, dass du mich abholst. Ich freue mich schon mega auf meine Schwester. Dann bis gleich, ja? Dann wollen wir mal sehen. So, nur noch das Protokoll aktivieren. Und wo ist er? Auf jeden Fall nicht auf der Gurkenbahn. Das heißt Go-Kart-Bahn. Wie auch immer, das verlogene Schwein ist in der Nähe vom Busbahnhof. Ich wette, er trifft sich da mit irgendeiner Ho aus dem Internet. Woher weißt du, wo er ist? Ich habe ihm so einen GPS-Chip unter die Haut implantiert, als er geschlafen hat. Und dann... Alter, wieso hast du noch dieses Kackding an? Warte! Du tust mir... Au! Du tust mir weh! Danke dir. Sag mal, wo hast du den Chip implantiert bei ihm? Meiner Meinung nach ist Liana mega anstrengend, aber wahrscheinlich sind Models einfach... Oh! Ich habe das Gefühl, als hätte ich eine Glasscherbe in den Eiern. Du hast den Sender in seine... Ja, auf der Anleitung stand, in eine weiche Stelle implantieren. Jetzt geht's wieder. Jedenfalls diese Francesca von Finger weg. Die ist billiger als billig. Ich meine, die macht mit den anderen Typen rum, obwohl sie was von Harry wollte. Harry stellt sie von den anderen als Lügnerin dar. Sie ist einfach völlig billig. Und die sind jetzt in echt auch noch zusammen. Was ist das für eine Vorbildfunktion für Beziehungen? Sag mal, redest du immer so viel? Du weißt doch gar nicht, ob er ihn fremd geht. Was soll er denn sonst machen, wenn er keine Gurken fährt? Es heißt Go-Kart. Whatever. Der rutscht bestimmt gerade über irgendein billiges Huhn. Und wenn er nach Hause kommt, dann tut er so, als wäre nichts gewesen. Schwein. Ich hasse Männer. Ich auch. Aber manchmal sind sie geil. Von außen ja, aber von innen? Schrottplatz. Können wir jetzt weiter, was ist mit dem Geld? Ah, gleich geht's weiter, okay? Ich habe gerade tierische Schmerzen in meinen Weichteilen. Ich glaube, eine Wespe hat da reingestochen oder ich habe mir einen verdammten Splitter eingefangen. Was machen wir jetzt? Was wir jetzt machen? Du meinst, was du jetzt machst? Du musst mich abtasten. Bitte was? Ja, du hast mich schon richtig verstanden. Du musst meine Teebeutel abtasten. Ich kann das nicht selber, ich habe eine Eierphobie. Das will ich nicht tun. Hör mal, wir sind jetzt eine Familie. Würdest du mich drum bitten, dann würde ich es auch bei dir machen. Ich würde dich niemals drum bitten. Oh Gott sei Dank, ich habe wie gesagt eine Eierphobie. Ja, dann los, komm, jetzt mach auch. Findest du, ich bin hässlich? Nein, du bist eine Granate, Baby. Wirklich? Ja, wirklich, wirklich. Voll süß von mir. Findest du, ich bin hässlich? Lass uns mal schauen, wo sich dieser Fremdgeier jetzt rumtreibt. Hallo, ich bin schön. Oh, du bist eine Granate. Okay, das reicht. Du hast ihn gar nicht richtig in der Hand gehabt. Du musst pulsierende Bewegungen machen, um zu merken, ob da ein Fremdkörper drin ist. Ich will aber nicht. Ja, komm, jetzt mach. Reiß aber nichts in deinem Ei. Doch, das ist etwas. Oh mein Gott, was ist es? Es hört sich an wie ein Metallknopf. Oh, scheiße, es ist passiert. Bill Gates hat über Nacht einen Sender in die Eier gepflanzt. Männer wie Frauen. Frauen haben keine Eier. Ja, noch nicht. Ganz ehrlich, wenn er mit einer anderen schläft, hat er dich sowieso nicht verdient. Ich weiß.
Alter, guck mal, Tom hat voll das Sixpack bekommen. Du guckst doch selber an den Männern hinterher. Ja, Appetit holt man sich auch draußen, aber gegessen wird zu Hause. Schatzilein, Schatzilein, Überraschung. Dein Bruder aus Indien habe ich dir mitgebracht. Das ist jetzt erstmal zweitrangig. Diese ganze Corona-Sache ist ein abgekatertes Spiel. Die wollen uns Sender in die Eier pflanzen. Wir haben sie schon Sender in die Eier gepflanzt. Ihm wahrscheinlich auch bald, um uns über diesen Sender, der in unseren Eiern steckt, Befehle zu geben. Was für Befehle? Na, Eierbefehle. Eierbefehle? Was laberst du für einen Mist? Und wer ist der Typ da? Na, dein geliebter Bruder. Wo bleibt der denn? Das ist nicht mein Bruder. Mein Bruder ist weiß. Was quatscht denn da? Krieg ich jetzt mal Geld? Ja, komm, wasch du dir erstmal die Hände, Gandhi. Ja, nee, ihr müsst euch abtasten. Nicht, dass ihr auch so einen Sender irgendwie unten rum habt. Hey, hallo, hey, nein, 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 das ist mal ja, was wenn ihr den Sender drin habt? Hallo! Oh, scheiß doof, ey. Oh, meine Eier. Das war das Video, Leute. Ihr seht, Marian hat ein kleines Problem, was auch nicht weiter schlimm ist. Hat sehr Spaß gemacht, es zu drehen. Vielen Dank an dich. Es war fantastisch, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank an dich, Marian, auch wenn du einen in der Klasse hast. Andreas, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war eine große Freude. Nee, wirklich alle drei super cool. Ihr müsst alle auschecken. Unten sind die Instagrams und die Social Medias von den verlinkt. Unbedingt folgen, folgen, folgen. Und ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Will noch jemand was sagen? Kommentieren, abonnieren! Noch den Text. Der Text muss dann gesagt werden. Oh, Gott sei Dank, ich dachte, ich ersticke in diesem Ding hier. Aber. Du sollst das anlassen, Entschuldigung. So, nur noch das Protokoll aktivieren. Sag mal. Wo ist er? Wo ist er? Sag mal, du hast eigentlich den Chip einfach zu zitieren? Einplantifiziert! Ab in deinen Karton. Du tust mir aus! Du tust mir weh! Oh, danke dir. Sag mal, wo hast du den Chip eingepflanzt? Im Implantiert! Ich kann es nicht aussprechen. So implantiert. Ein. Danke dir. Sag mal, wo hast du den Chip implantiert? Sag's nochmal. Ich muss mich voll kurz so drauf. Findest du, ich bin hässlich? Nein, du bist eine Granate, Baby. Wirklich? Ja, wirklich, wirklich. Oh, du bist voll so. Nee, warte mal. Das war so. Ja, du sagst es, vielen Dank. Findest du, ich bin hässlich? Nein, du bist eine Granate, Baby. Wirklich? Wirklich, wirklich. Dankeschön, voll süß von dir. Ja, findest du, ich bin eine 10 von 10? Findest du, ich bin hässlich? Nein, spinnst du? Du bist eine Granate, Baby. Wirklich? Wirklich, wirklich. Du bist voll süß. Ja, und findest du, ich bin hässlich? Lass uns mal schauen, wo sich dir... Dieser! Warum sag ich immer dir? Sprachfehler! Hallo, ich bin schön! Oh, du bist eine Granate. Okay. Scheiße, ich hab Scheiße. Überraschung, dein Bruder aus Indien. Hey, das hat selber so ein knapp Flotto-TV. Wasch dir erstmal die Hände. Michael, du bist ja früh dran. Toll. Entschuldigung. Okay, jetzt ja, ich würde dich nie darum bitten. Gott sei Dank, ich hab gewöhnt. Scheiße! 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 Und Action. Können wir jetzt weiter? Was ist denn Geld? Warte. Warte, Phobie. Ja, dann los, komm, jetzt mach auch. Okay. Und Action. Oh, shit. Okay, das reicht. Du musst ihn richtig in die Hand nehmen. Du hast ihn gar nicht richtig in der Hand. Du musst so pulsierende Bewegungen machen, um zu merken, ob das Auto vorbeifährt. Ich will aber nicht. Ja, aber das Auto Moment. Kommt.